Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Schön, dass wir weiter mit der nächsten Reise. Und wir reisen jetzt nach Claw City. Komm, geh hier. Was? Krabbel. Der Rennerleiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Ja. Ich weiß, dann sicher eingesehen, dass ich damit zu kämpfen werde, oder? Das ist besser, okay? Tja, viele der Arena-Challenger gehen auch bevor sie die ersten drei Orden erkämpft haben. Es stehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne jetzt hätte, den dritten persönlich zu verabschieden, der beim Stadion mit dem Feuer ausfahren wird. Ha, gerade doch rechtzeitig. Mein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Ja, mein Glückwunsch. Dafür leistet ihr die Karma zu gewinnen. Hier um euch alles Gute für den Rest der Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als eure Fans. In der Tat, um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir eine Fan-Visage heute ausgedacht. Hopp, 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 da bist du total top. Okay, ganz klar, ist genau so. Ja, dafür Leute. Die Arena-Leiter, die ich habe jetzt erwartet, ist jetzt nicht unsicher. Ich werde weiter an euch und eure Pokémon-Garten werden irgendwie. Ganz sicher. Danke, das hören wir auch. Weil wir müssen sie ja nicht, weil wir alle die Arena völlig gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's. Klaus City warte auf uns. So, da geht es jetzt weiter. Die Ferien ist nicht, um Klaus City zu erreichen. Das machen wir doch jetzt. Ah, ja. Guck mal. Da ist wieder eine Naturzone. Da ist jetzt wieder eine Naturzone. Der kommt besser als die zuvor. Was sind die irgendwo da drüben? Also wir sind hier links, einmal durch. Durch können wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir es auch wirklich? Jetzt wo wir mehr Ohren haben, könnten wir jetzt auch hier gleich stärker Pokémon schnappen. Für mich ist es doch klar, ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange ein paar richtig mächtige Pokémon. Jetzt geht's ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena Challenge zu bestehen. Was? Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er nur wie euch eine Empfehlung schreibt. Von dem Duda. Wenn der Name nochmal. Hab's da? Ich schaff's jetzt hier nicht, meinen Pokémon gerade zu öffnen. Jetzt halt er mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolut die Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich, da drüben. Ich muss dir erst im Stopp liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. Ja, gar nicht die zwei Kämpfe kurzen Prozessbedingungen. Hast du das einfach schon wieder vergessen? Wenn du zu schwach für einen Rival bist, hast du auch keine Chance für mich. Du redest hier von Kämpfen und den Champ. Das wollte ich mir hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben. Du hast jetzt gekämpft. Du kannst schon mal nach Claw City weitergehen. Wie sieht es dort? Ja, machen wir das doch. So. Dann reisen wir jetzt. Oh, cool, ein Keifel. Ein Eis. Pokémon. So, wir machen jetzt auf. Wir fahren mit. Der Kader. Ja, gut, ich war ja hier schon. Ich fange jetzt hier nicht weiter ein Pokémon. Ja, Lizoros. Marakamba. Jemand hat sich jetzt erst gemacht. Das ist die letzte Züge.
Okay, auch noch mal so viel. Das sollte ich auch dauern, eine ganze Weile natürlich nicht. Ja. Dann kommen wir dann am nächsten. Ja, nicht nur an, nicht nur an. Ja. So, da wird erreichen wir hier letztlich die so nächste Stadt, und zwar Clock City. So, ich muss mal kurz in Richtung Westen gehen, weil irgendwo ist ein Typ, der uns tatsächlich das passende Item für unsere Pflanzen-Pokémon gibt. So, reise ich jetzt mal ganz kurz irgendwie nach Westen. Ich bin so klein, um alleine die Natur zu uns laufen zu dürfen. Deswegen fahre ich mit dem Zug. Wo schon alle Zug verlaufen? Na klar, ich bin schon groß. Okay. Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man mit Zug essen kann. Gibt es doch, oder nicht? Hier ist Kind, das Schätze von einem Drachen wacht werden. So passt es dir, das war der Brecher der Schatzkammer ist. Ich mal kurz wieder an meine. Eigentlich soll ich jetzt ohne Probleme. So, wenn ich das schaffe. Wenn ich geworden bin, hole ich mir alle Wunschsterne der Welt. Ich schenke sie dir. So, Leute, die einen Wunsch empfinden, etwas Besonderes? Ach, okay, da kommen wir nämlich durch. Ich frage mich, wo ist denn der? Frage ist, wo ist der? Eine Zuckererdbeere. Fokumil übrigens. Das ist eine Pokémon-Schale. Okay, das ist gut. Weißt du was? Da sind immer noch viele alte Gebäude von ganz früher nicht. Ich hab gehört, dass die Pokémon dann sind und allerlei Zeug in ihren Nestern haben. Wo die Pokémon geben, die nächste. Könnte ich alles was gewählt? Hier. Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag. Ich hab ihm einen Brief geschrieben. Willst du hier für mich überbringen? Na klar. Freut mich, vielen Dank. Ich lasse dich probieren. Vertraue ich dir mal einen Brief an, ja? Ein vergebten Brief. Dritte bringe zu Frank und Fair Valley. Ja, das ist die nächste Arena. Dann irgendwann über den Aktiv. Da müssen wir uns auch hin, da auf dem Weg dahin. Fertig, ich mein letztes Team gefangen. So, warte mal. Der Dings. Na gut. Wenn man sich mit den Himmelsrichtung vertut, dann na klar, weil die sind im Osten der Stadt und nicht im Westen.
Ich muss mich irgendwie auf die andere Seite eigentlich. Und da muss irgendwie der Typ sein. Ich dachte, ich kann gleich was. So, hier kommen wir noch durch diesen Kampfcafé, theoretisch. So, das ist super Schutz. Ich gucke mich gerade hier noch was mal um. Wo war das? Ja, was? Ach, Toxel. Doch, ich hab eins. Ich hab ja eins. Ich brauch's eh nicht. Genau, wir tauschen jetzt gerade mal eben kurz unser Toxel gegen Togepi. Während du ihm oder ihr deine Gefühle gestehst, da werde ich auf ewig sammeln. Das sind sich zumindest Leute. Und naja, es gibt ja dieses eine Lösung, das ich ganz toll finde. Aber es sieht dir nicht so, und zwar als Ausland. Ich werde reden nochmal mit ihr, bevor ich sie umgebe und gestehe meine Gefühle. Jetzt sind sie noch schon die ganze Zeit einen kleinen Knapp und finde keins. Kannst du dich treffen, zu viel hast, willst du es mir dann so aufgeben? Ja, hier, du meinst. Warum eigentlich das Knappe? Tausend Dank. Jetzt habe ich keine Ausländer. Ich muss dir schon dafür warten. Ich bin das Zeit erreicht, werde ihm meine Gefühle gestehen. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Warum wolltest du mich plötzlich mehr reden? Hi. Wie läuft das mit dem Packen? Ach, da bin ich mehr oder weniger durch, will ich sagen. Dann sind sie schon morgen. Weißt ja. Ja, klar. Hey, guck mal hier, dieses Pokémon. Oh, ein Knappe, der hat mir das Herz gefallen. nicht wirklich. Ich hab's geschenkt bekommen. Was, du hast es ausgegeben bekommen, nicht geschenkt. Das ist immer noch meins. Tut mir leid, eigentlich hätte ich ganz fest vor dir ein selbstgefangenes Knappe geschenkt. Was? Vergiss es. Komm, ich nehme es wieder mit. Ja, ich fürchte, ich kann dieses Knappe nicht annehmen. Klar. Egal, wann ich wegziehe. Und egal, wie alles dauert, bis wir uns wiedersehen. Ich werde immer auf ein selbstgefangenes Knappe von dir warten. Was? Jetzt muss ich wieder weg. Bis dann. Ich glaube, von ihm kümmere mich auf das Item. Das ist der Titel, den ich gesucht habe. Er gibt uns ein wirkliches Item. Hast du das gerade gehört? Bitte das, was ich glaube, was es bedeutet? Ja, Glückwunsch. Oder was? Was? Aber das ist ja für sie. Ich jetzt im Ernst. Oh Gott, ich flippe aus. Yay. Schon wieder aus, was du, aber ich hätte in dem, wie du mich auch mag. Okay, jetzt gebe ich dir wohl besser schnell der Pokémon zurück. Hier. Und hier hast du noch was dafür, dass du mir nicht schnell Anschluss gegeben hast. Ich habe einen süßen Apfel bekommen, einen süßen Apfel. Es gibt ja süßen Apfel, einen sauren Apfel. Es gibt ja zwei verschiedene Formen für den Apfel. Und hier haben wir einen süßen Apfel bekommen. So, und los geht's. Ja, dann Glück mit der 5, da kannst du genug fahren. So, und wir können es tatsächlich jetzt erledigen und entwickeln. So, Moment. Süßer Apfel, da ist es. Einsetzen. Und jetzt können wir eigentlich unser Knappel entwickeln und haben eigentlich fast nicht so viele wie safe. Nachgeguckt ist tatsächlich
Der hat das Glück, also dafür keine. Keine Attacke. Aber als Lappel. Und Lappel lernt Kopfnuss. So, jetzt kann ich mal gucken, ob ich mit ein paar Attacken noch beibringen kann, theoretisch. So, jawoll! Endlich. Zauberblatt, nicht lernen, okay. Ja, Fleischattacke, sehr schön, aber ich habe ihn durch. Panzerschutz raus damit, brauchen wir nicht. So. Ja. Okay, das war nicht alle Attacken haben, die ich ihm jetzt beibringen kann. Ja, perfekt, wunderbar. Gut. Dann können wir jetzt quasi auch mit der Story ein bisschen weitermachen. Ich werde mir kurz ein neues Trinko holen. Ein Teil der Story machen wir noch. Oh, hier. Keine Attacke, die ich brauchen kann. Ich brauche eigentlich nur. So, ich brauche ein Tränke ohne Ende gerade. Das war jetzt ein Halsbrot. Ein paar Stück mit. Hier haben wir genug. Aber ein kleines Buch. Überall haben wir Beine. Genau. So, ich halte mal den Ventil kurz und dann machen wir es weiter. So, da fehlt jetzt noch ein einziges Team, liebe Leute. Dann haben wir das Team zweit fertig. Cool. Auf jeden Fall. So. Ja, jetzt kann man nämlich auch leveln. Ich werde wieder ausgehen, an meinen Stapfel hoch trainieren. Zumindest auf das Niveau, was die anderen Team wieder ja auch haben. Aber wie gesagt, das war ausgehen. Das war bis jetzt. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Liga Präsident Ross, gestatten Sie mir Ihren Bericht an der Stadt. Meine Mission geschehen und all zusammen mit meiner Reibungslos voran. Ich bin auch nicht mehr. Dann weiter so. Wisst ihr, das ist eine Empfehlung für die Arena, schon die Präsident Ross verleihen. Weil ich nie genug Futsch hätte, weil ich können Sie endlich das Problem lösen, dass Sie belasten, wie ich daher, Herr Präsident. Ihr lässt sich um ein privates Problem, das du nicht mit dem Skull Galas. Galas braucht nicht nur Futsch hätte, Galas braucht einen anderen Trainer. Ein Trainer, der den Champ stärker in den Boden ist. Der Verlauf gesehen hat Ross. Einer der beiden Dienstwege kämpft, habe ich bereits in die Kühe gekriegt. Der Kampf ist kein Zweifel, aber der Überlegenheit. Die Kämpfe kann und werde ich jedenfalls gesehen. Halt mich so ab. Das ist Musik in meiner Art. Genau so, solch ein leidenschaftlicher Wettkampf wollen die Leute bei der Arena schön sehen. Bitte, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du das verfolgen würdest. Die Frage ist, was haben die vor, ne? Ja? Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Futschhalle sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann ihnen noch mehr anschauen, als ein Pokémon riesengroß werden zu lassen. Die schenken nämlich auch gewaltige Menge an Energie. Wenn es eine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir noch mehr über die Energie von so einer legalen Region erzählen. Viele Folge nehmen. Aber nicht heute mehr. Das würde ich sagen, machen wir jetzt mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann. Ja. Schauen wir mal, was los vorhat. Und wie es dann hier mit unserer Story weitergeht. Bis dahin oder wieder sehen wir. Let's go. Shit.